Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Vista Klinik, Ihre Augen in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Wir Schweizer essen viel zu viel Zucker. Nämlich jedes Jahr 52 Kilo Zucker pro Kopf und eben pro Jahr. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, sagt, man dürfte maximal die Hälfte essen. Das bedeutet jeden Tag 6 Teelöffel Zucker. Und das beinhaltet auch all den Zucker, der in den Lebensmitteln versteckt ist. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Jetzt, was passiert mit dem Zucker? Stellen Sie sich vor, wir essen Zucker und das wäre ein Blutgefäß. Der Zucker, der landet alles in diesen Blutgefäß inne. Jetzt haben wir aber auch Insulin und das Insulin transportiert normalerweise den Zucker weg in die Zellen, weil den brauchen wir für Energie. Wenn wir aber ständig viel zu viel Zucker essen, dann kommt das Insulin überhaupt nicht mehr nach. Der Zucker bleibt in den Blutgefäßen und mit der Zeit kommt es zu Schäden von diesen Blutgefäßen. Genau das passiert beim Diabetes. Nur von diesen Schäden in diesen Blutgefäßen spürt man häufig ganz, ganz lange nichts. Manchmal erst dann, wenn es zu einem Herzinfarkt kommt. Diabetespatient Robert Brunner zur Untersuchung im Luzerner Kantonsspital. Wir haben Herrn Brunner zuerst mal 2006 kennengelernt, als er notfallmässig zugewiesen wurde, mit Atemnot, mit Wasser auf der Lunge. Und den Grund sieht man auf dem Röntgenbild an: ein grosses Herz, das nicht mehr pumpen mag und darum das Wasser in beide Lungen zurückgestaut wird. Ausgelöst wurde diese Situation durch einen akuten Herzinfarkt, der sich bei langjährigem Diabetes Typ 2 ohne typische enge Gefühle oder Schmerzen in der Brust manifestieren kann. Ich habe eben gar nichts gespürt von dem Ganzen, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich einfach nicht mehr können, mich drüllen und richtig liegen zum Schlafen und so, das ist das nicht mehr gegangen. Und außer dem Schlafen einfach total kaputt gewesen bin. Ich hatte keine Kraft mehr. Die verengten Stellen in den Herzkranzarterien wurden mit einem Ballon aufgedehnt und mit einem Stent gesichert. Man sieht hier auch den implantierten Defibrillator, den man Herrn Brunner nach dem ersten Herzinfarkt implantiert hat, eingesetzt hat, damit eben das Herz, wenn es ins Flimmern kommt, durch einen elektrischen Schlag wieder normalisiert wird im Rhythmus. Die Untersuchung hat zum Ziel, die verschiedenen Faktoren, die beim Typ-2-Diabetes zu seinen Komplikationen beitragen können, abzuchecken. Dazu gehört, den Blutdruck zu messen, ob man mit den blutdrucksenkenden Medikamenten den Zielwert erreicht hat. Dazu gehört es, den Augenhintergrund anzuschauen. Schauen, ob sich etwas verändert, dass man allenfalls präventiv dahinter gehen müsste, mit Lasertherapie zum Beispiel. Und schlussendlich immer die Füße anzuschauen, hat es offene Stellen, Druckstellen an den Füßen, wie ist das Gefühl an den Füßen, wie sind die Pulse, damit man eben verhindern kann, dass es diesbezüglich Komplikationen gibt. Äußerst effektiv ist die sogenannte HbA1c-Messung, welche den mittleren Blutzuckerwert der letzten 1 bis 2 Monate wiedergibt. Wir wissen heute, dass wenn man das HbA1c in einem bestimmten Zielbereich halten kann, dass das Risiko von diabetischen Sekundärkomplikationen, Herz, Augen, Nieren und Füße betreffen können, minimiert werden. Darum ist es so wichtig, die Diabetestherapie auf das HbA1c auszurichten, das nach Möglichkeit unter 7% zu halten. Im Weiteren gilt es bei Diabetes Typ 2, sich regelmäßig körperlich zu betätigen, das Rauchen zu unterlassen und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Das ist mir eigentlich nicht so einfach. Wobei man müsste ein besseres Auge drauf halten, dass es aber nachher nicht klappen tut. Bewegung, wie man es jetzt merkt, ein bisschen kalt von außen und so, ist nicht so das Gefragte. Aber ja, auf der einen Seite Bequemlichkeit, auf der anderen Seite man denkt, das lange schon.
es langt eben nicht. Das kenne ich auch. Ich darf zum Beispiel keine Schoki daheim haben, sonst isst sie. Und wenn ich nicht ständig schaue, nehme ich auch zu. Herr Brunner, es ist mir also bekannt, wie schwierig das ist. Seit wann haben Sie Diabetes? Seit etwa um 88, gut 30 Jahre. Also fast über 30 Jahre. Ja. Und Sie haben schon mehr als einen Herzinfarkt gehabt? Ja. Ist aber ein bisschen unheimlich, oder? Ja, das ist es. Ja. Was macht man da? Vielleicht ein bisschen tief durchschnaufen und gewisse Gedanken spielen lassen, aber man kann sie nicht verhindern. Bei uns ist der Professor Hensen. Herr Hensen, wie häufig ist ein Herzinfarkt bei Diabetikern? Die Häufigkeit von Myokardinfarkt, von Herzinfarkt bei Diabetes hängt ein bisschen davon ab, wie viele andere Risikofaktoren der betreffende Mensch mit Diabetes hat. Auf dieser Grafik, das sind Daten von einer deutschen Studie vor längerer Zeit, die mehrere 10'000 Frauen und Männer über mehrere Jahre nachverfolgt hat, sieht man, wie hoch das Risiko ist, einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn man keine solchen Risikofaktoren hat. Das ist der oberste kleine Balken, wo man sieht, dass von 1'000 solchen risikofreien Menschen nur 6 Myokardinfarkte bekommen. Wenn aber ein Hochdruck oder ein Diabetes, wie es darunter ist, dazukommt, verdoppelt sich das. Wenn hoher Blutdruck und Diabetes dazukommt, sind es schon fast 50. Und wenn dann noch zu viel Cholesterin im Blut ist, dann steigt der Anteil auf über 100 pro 1'000. Also jeder Zehnte macht in ein paar wenigen Jahren einen Herzinfarkt. Also es ist echt gefährlich. Jetzt, ein Problem, das wir auch haben, ist, dass unser Sättigungsgefühl quasi verloren gegangen ist. Wir haben ein Bild dazu. Was ist denn da passiert? Ja, der Urmensch auf der linken Seite hat, damit er überleben konnte, in einer kargen Umwelt mit Beeren und Wurzeln, vielleicht einmal einem toten Tier, ein Energiekontrollsystem aufbauen, das sehr effektiv ist. Also wenn jede Kilokalorie, die man gegessen hat, sich in überlebenswichtiges Fett umgewandelt hat. Das Problem haben wir heute nicht mehr. Wir leben heute im Schlaraffenland, wo man sehr viel schneller, sehr viel mehr Kalorien aufnehmen kann. Und mit dem ist das Sättigungsgefühl einfach schlicht überfordert. Das heisst, wir merken nicht, wenn wir zu viel oder genug haben, wenn wir mit Convenience Food, mit sehr fetthaltiger, zuckerhaltiger Ernährung unser Hunger stillen, dass der Hunger schon lange eigentlich gestillt wäre und wir trotzdem noch Kalorien weiter an Bord nehmen. Und das ist wirklich schwierig, das zu kontrollieren. Das haben Sie auch gesagt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie können wir denn die Folgeschäden verhindern? Wie wird therapiert? Auch dazu haben wir eine Grafik. Im Zentrum dieser multimodalen, also vielfach ausgerichtete Therapie statt das gelbe Putzleteil, der Versuch, Motivation zur Lebensstiländerung. Das heisst, eine regelmäßige körperliche Aktivität, das muss dem Betreffenden in seinem Alter und in seinem bisherigen Trainingszustand angepasst sein und eine gesunde Ernährung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass nur schon das Gewicht haben für einen Menschen mit Typ-2-Diabetes ist ein Erfolg. Oder ein Kilo abnehmen in einem halben Jahr oder 2 Kilo in einem Jahr abnehmen, das ist ein grosser Erfolg. Und das hat schon ganz einen wichtigen Einfluss auf die anderen Risikofaktoren. Dann muss man sicher den Diabetes früh diagnostizieren. Wir empfehlen von der Schweizerischen Diabetesgesellschaft, dass man ab 40 mal einen Blutzucker messen tut und aggressiv probiert, den Blutzucker in einem Zielbereich zu halten. Für das gibt es dann auch Medikamente. Es gibt glücklicherweise auch neue Medikamente, die unsere therapeutischen Möglichkeiten da sehr gut ausbauen und ausgebaut haben. Dann muss man regelmäßig den Blutdruck messen, insbesondere wenn in der Familie jemand schon Bluthochdruck hatte. Das Cholesterin sollte man checken, wenn man eben einen Diabetes hat. Und auch da gibt es Zielbereiche. So, dass man mit einer frühen Behandlung kann verhindern, dass es zu diesen Komplikationen rechts unten kommt, wo eben, wenn es die kleinen Gefäße sind, Nieren, Füße und Augen kann betreffen oder die größeren Gefäße zur Haupttodesursache beim Diabetes, zum Myokardinfarkt kann führen. Gibt es denn auch medikamentöse Behandlungen, wo ich Komplikationen kann verhindern kann? Im Prinzip ist die Behandlung vom Diabetes, vom Bluthochdruck und vom Cholesterin indirekt die Schuld, dass das Risiko stark abnimmt.
Aber es gibt in den letzten paar Jahren neue Medikamente im Armamentarium des Diabetologen, die eben offensichtlich auch eine direkte Wirkung haben auf das Risiko von Herzinfarkt und von Veränderungen der Blutgefäße. Wie häufig müssen Sie in Kontrolle, Herr Brunner? Also ich bin beim Hausarzt bin ganz sicher alle Monate einmal für den Quick. Plus alle 3 Monate haben wir den Langzeitzucker, den wir dann messen. Wenn irgendetwas wäre, dann gehe ich sofort zum Arzt, wenn etwas nicht stimmen würde. Weil ich denke, das ist wichtig. Und unter anderem alle Jahre einen Augentest bei meinem Augenarzt. Sehr wichtig. Plus, einfach, wenn irgendetwas wäre, wo nicht trainiert gehört, sofort gehen, starten. Also ein Patient, der mitmacht. Ja, Dankeschön vielmals, Herr Brunner, dass Sie bei uns waren. Danke. Etwas, was auch passieren kann bei Diabetes, ist, dass es zu Nierenschäden kommt. 10% von zuckerkranken Menschen haben so Nierenschäden und das kann verheerende Folgen haben. 10 Jahre nach der Nierentransplantation. Bernd Haller fühlt sich wohl und fit. Ein seltener Glücksfall, der nicht jedem Diabetespatienten mit Nierenversagen beschieden ist. Also angefangen hat das Ganze bei einer jährlichen Untersuchung beim Hausarzt. Und der Hausarzt hat plötzlich einen unwahrscheinlich erhöhten Nierenwert festgestellt. Und das hat ihm natürlich gerade Sorgen gemacht. Und er hat mir vorgeschlagen, er will mich umgehend zum Dr. Fischer von der Nephrologie vom Kantonsspital in Luzern schicken. Er hat im Prinzip das Problem gehabt, dass er als Diabetiker eine schwere Niereninsuffizienz entwickelt hat mit Eiweißverlust. Und in dieser Situation ist die grosse Wahrscheinlichkeit, dass der Diabetes geschuld ist an dieser Niereninsuffizienz. Aber um das absichern, haben wir uns dann entschieden, eine Nierenbiopsie zu machen. Im Nierengewebe hat man 2 von diesen Strukturen erkannt, die man Nierenkörperli nennt. Der normale Mensch hat etwa 1 Million von solchen Nierenkörperli und normalerweise sehen die so aus. Das heisst, das ist eine luftige Struktur mit kleinen Blutgefäßen. Man sieht hier sogar rote Blutkörperli in diesen Blutgefäßen. In dieser Struktur zirkuliert das Blut und wird gereinigt durch einen Filtrationsprozess. Und das Produkt dieser Reinigung ist eben der Urin. Und man sieht sofort, dass beim Erhaller die Strukturen stark verändert sind. Sie sind vernarbt. Und das führt dazu, dass die Filter poröser werden und dadurch Eiweiß verloren geht im Urin. Und zweitens führt das mit der Zeit zu einer Vernarbung und einem Funktionsverlust vom ganzen Gewebe. Als Folge musste bei Bernd Haller der Blutdruck und Blutzucker medikamentös richtig eingestellt werden. Doch trotz dieser Maßnahmen verschlechterte sich seine Nierenfunktion innerhalb eines Jahres zusehends. Bernd Haller musste an die Dialyse. Als wir mit dieser Dialyse gestartet haben, ist mir gerade am Anfang schon durch den Kopf gegangen, das werde ich auf keinen Fall 10 Jahre machen müssen. Bei 3 Dialysen pro Woche ist man eigentlich nie mehr ganz frei und fit. Die Dialyse ist eine aufwendige Therapie und mit vielen Komplikationen verbunden. Bernd Haller hatte das seltene Glück, im Verwandtenkreis eine Spenderin für eine Nierentransplantation zu finden. Und sie hat selber Jahrzehnte im Spital geschafft und hat genau gewusst, wie so ein Patient fühlt in so einem Moment. Sie hat sich mir fast irgendwie verpflichtet gefühlt, mich aus dieser fast ausweglosen Situation rauszuholen. Und sie hat mir dann auch die Nieren wirklich mit Freude gespendet. Und ich habe es natürlich dankbar angenommen. Herr Haller, wie geht es Ihrer Spenderin? Ich bin glücklich, zu sagen, dass es der Spenderin sehr, sehr gut geht. Auch jetzt, nur nach 10 Jahren, es geht ihr sogar so gut, wie wenn sie nur beide Nieren hätte. Und seit 10 Jahren sind Sie Nieren transplantiert. Ihnen geht es immer noch prima, ja, die Nieren, ja, hebt perfekt gut. Also ich habe vierteljährliche Kontrolle im Spital.
Und die Resultate sind immer sehr zufriedenstellend. Diabetes haben Sie aber schon länger, wie 10 Jahre? Ja, seit 15 Jahren. Jetzt ist noch interessant, Herr Hansen, der Herr Haller ist ja total normalgewichtig. Und trotzdem hat er so einen Nierenschaden. Was, kann man denn das überhaupt verhindern? Verhindern kann man es, wenn man früh genug den Diabetes diagnostiziert. Mhm. Häufig gibt es eine gewisse Verzögerung, bis die Diagnose steht. Und man dann den Diabetes und auch die anderen Risikofaktoren, die wir schon gehört haben, sehr gut behandelt tut. Mhm. Man kann aber nicht genau sagen, ob es zu einem Nierenschaden kommt oder nicht. Aber man kann dann doch, wenn man die Therapie eben einsetzt, verhindern, dass es weitergeht. Mhm. Bis zur Niereninsuffizienz, die dann schlussendlich eben eine neue Niere brauchen wird. Ja, weil Sie haben auch mehrere Faktoren gehabt. Sie haben Diabetes, also Zuckerkrankheit, plus hohen Blutdruck gehabt. Und das ist im Grunde genommen interessant, dass es dann trotzdem nicht funktioniert hat, obwohl er lebensstilmässig eigentlich alles macht. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Genen. Es gibt über 100 Gene, die wir vererbt bekommen, die für Übergewicht und oder Diabetes kodieren tun. Und das sind nicht die gleichen. Und wenn man in der Familie eine Typ-2-Diabetes-Belastung hat, dann kann man durchaus auch mit praktisch Normalgewicht einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Und das Schwierige ist ja, man fühlt sich nicht krank. Nein, man fühlt sich absolut gesund und fit. Sie müssen sicher Medikamente gegen die Abstossung nehmen von dieser Niere. Aber gegen Diabetes, was brauchen Sie da? Brauchen Sie da Medikamente oder Insulin? Also seit der Transplantation brauche ich Insulin. Mhm. Und ich spritze jeden Abend 18 Einheiten. Mhm. Der Zucker greift die Blutgefäße an, aber warum eigentlich? Wenn man einen hohen Zuckerspiegel hat im Blut, dann verzuckern die feinen Zellen der Blutgefäße, quasi die Tapete der Blutgefäße, die verzuckern. Und die funktionieren dann nicht mehr richtig. Die blähen sich dann auf wie kleine Schwämme. Und das führt dann dazu, dass die Blutgefäße enger werden, dass sich Plaques drauf bildet. Und so ist das ein langsamer Prozess, der dazu führt, dass die Blutgefäße immer starrer werden und schlussendlich immer mehr verengt oder ganz verschlossen sind. Die Blutgefäße sollte man also schützen. Was ist das Allerwichtigste, Herr Hansen? Das Allerwichtigste ist, kein Diabetes zu bekommen. Und da hat man mit dem Lebensstil, den man führt, wie es Hippokrates ja schon uns gesagt hat, dass das Alter das Resultat des Lebens ist, da hat man eine gewisse Handhabe. Die zweite wichtige Handhabe ist, dass man, wenn man eine Belastung hat in der Familie, früh probiert, den Diabetes zu diagnostizieren, den Hochdruck, Bluthochdruck zu diagnostizieren und eben auch den zu hohen Cholesterinspiegel zu diagnostizieren und zu behandeln. Probieren wir das. Dankeschön vielmals, Herr Hansen, und ganz herzlichen Dank, Herr Haller. Diabetes kann noch mehr. Es kann nämlich auch den Fuß schaden, der diabetische Fuß. Das haben Sie sicher auch schon gehört. Was wenig bekannt ist, ist, dass Diabetes sogar machen kann, dass es zu Knochenbrüchen an den Fuß kommt. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Diabetespatient Christoph Reimann leidet an einem sogenannten Charcot-Fuß. Eine Schmerzunempfindlichkeit an den Füßen, die zu Fehlbelastungen und schließlich zum Zusammenbruch der Fußknochen führen kann. Ich habe ein Konzert dirigiert mit alles jungen Solisten. Und dann am Schluss des Konzerts bin ich 5 Stegentritte runtergefallen. Und von dort an ist dann der Fuß ist sehr geschwollen und aber ich bin trotzdem noch zum Auto gelaufen und dort sind dann die Schmerzen gekommen, oder? Mit diesem Unfall nahm das Schicksal seinen Lauf, wie Orthopäde Thomas Böhni erläutert. Und das ist das Röntgenbild nach dem Unfall. Das zeigt eigentlich noch einen normalen Fuß. Da ist also noch nichts passiert. Durch den Unfall selber ist nichts passiert. Aber anfangen tut es eigentlich nur wie auf dem Bild hier. Der Fuß ist geschwollen, gerötet und etwas überwärmt. Und häufig macht er gar keine grossen Schmerzen. Um den Charcot-Fuß mit Gewissheit diagnostizieren zu können, nehmen die Orthopäden bestimmte Abklärungen vor. Wir tun wie bei allen Diabetikern
die Haut anschauen. Häufig ist sie trocken, spröd, rissig, schuppig. Wir schauen, ob es keine offene Stelle hat, auch zwischen den Zehen, immer beide Füße anschauen. Wir schauen die Pulstaste, um zu schauen, ob der Blutung gut ist. Und wir prüfen mit der Stimmgabel, ob der Patient noch ein normales Gefühl hat. Weil einen Charcot-Fuss gibt es nur, wenn man eine Gefühlsstörung hat, wenn man nicht mehr normal spürt. Dies war bei Christoph Reimann der Fall. Trotz Veränderung der Knochen belastete er seinen gefühllosen Fuß weiter. Und das sehen wir da. Das ist die akute Situation, wo der Knochen aufgelöst ist. Wir sehen die Gelenke verschoben. Und wir haben uns dann entschieden, zusammen mit dem Herrn Reimann, dass wir das konservativ behandeln, nicht mit Operation. Und wir sehen, wie sich da schön neue Knochen gebildet hat, wie das wieder verbrochen und zusammengewachsen ist. Wir haben zwar eine Fehlform, aber wir haben einen stabilen, schmerzfreien Fuß ohne offene Stelle. Etwa 3-4 Mal war ich im CT und bei meinem Hausarzt. Und nachher haben sie mir einen Gips gegeben. Den habe ich dann fast ein Jahr lang getragen. Also wichtig ist, dass der Fuß nicht weiter zusammenbricht und sich verformt. Und für das müssen wir ihn ruhig stellen und entlasten. Und das machen wir mit Gips. In der Regel verwenden wir am Anfang geschlossene Gips, die man gar nicht abziehen kann, damit sie auch wirklich getragen werden. Der Fuß schwillt ab, und müssen wir ständig neue Gips machen. Das braucht eine längere Prozedur, bis der Fuß sich beruhigt hat. Wenn der Fuß dann einmal eine Form hat, die stabil ist, zwar verformt, aber stabil, dann nehmen wir den Abdruck und bauen eine Leiste für einen orthopädischen Massschuh, der diese Stelle jetzt hier entlasten muss. Hier haben wir eine Folienprobe, das ist die erste, die man macht. Da kann der Patient schon reinschleifen und man sieht genau, wo es drückt. Man kann einmal stehen und schauen. Und wenn das gut geht, dann kommt man zur Lederprobe. Das ist eine Vorprobe, das ist alles noch behelfsmässig, aber man kann das zukleiben, man kann einmal anfangen zu laufen. Und wenn das auch gut ist, ohne Druckstellen, der Patient sicher ist, dann wird es definitiv fertiggestellt. Und das ist dann der definitive orthopädische Massschuh. Für eine schwere Deformität am Anfang sehr stabil. Wenn es dann nachher besser geht, können wir mal über den Knöchel gehen und manchmal können wir auch wieder mit einem Halbschuh arbeiten. Und jetzt, heute ist es so, dass ich wirklich wieder kann Konzert vorbereiten und kann wieder das leben, was ich gerne will. Oder? Sie haben jetzt gesehen, die verschiedenen Folgen, die Diabetes haben kann. Und wenn Sie wissen wollen, wie groß Ihr persönliches Risiko ist für Diabetes, gibt es einen Test. Und den Link zu diesem Test finden Sie bei uns auf der Webseite. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und adieu miteinander. Bei Magenkrebs muss manchmal der ganze Magen entfernt werden. Nächste Woche berichten wir über neue Rehabilitationsprogramme für Krebspatienten. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Vista Klinik, Ihre Augen in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.